Einen guten Abend wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr Zeit habt für den gemeinsamen Dhamma-Abend. Wir fangen gleich an mit einer Einsichtsmeditation. Beginn sorgen wir aber für ein bisschen Ruhe im Geist, indem wir ganz einfach und unkompliziert unsere Aufmerksamkeit in den Körper hineinholen, indem wir jedes Ein- und Ausatmen ganz bewusst und achtsam erleben. Den ganzen Körper erlebend, atmen wir ein und aus, schaffen so einen schützenden Rahmen, unsere Achtsamkeitsübung.
den Gleichmut, der durch die beobachtende, nicht involvierte Haltung der Achtsamkeit entsteht, können wir heute noch unterstützen durch eine Gleichmutskontemplation. All diesen wandelbaren Erlebensprozessen kein beständiger Kern zu finden, veränderliche Prozesse sind all die Aufregung gar nicht wert, die wir sonst veranstalten. Atemzug für Atemzug können wir uns daran erinnern, und kontemplieren, ohne Kern, Gleichmut.
gleichmütigem, achtsamem Geist können wir uns der Einsicht zuwenden, wo es immer wieder darum geht, das Unwohlsein, Dukkha, immer besser und tiefer verstehen zu lernen, weil es sich allein im Verstehen auflösen kann. Sind wir uns dessen bewusst, in einer Welt zu leben, der wir Alter, Krankheit und Tod, Veränderung und Trennung ausgesetzt sind? Sind wir uns bewusst, dass wir normalerweise aus Angst und Schmerz uns festhalten, nicht nur an Dingen in der Außenwelt, sondern auch an allen Gefühlen und Gedanken, allen Lebensinhalten unserer inneren Welt. Der krampfhafte Instinkt des Festhaltens ist der Kern allen Unwohlseins, allen Dukkhas. Krampf, den wir lösen können, wenn wir geduldig und ausdauernd, gleichmütig und achtsam immer wieder beobachten, unsere innere Erlebenswelt, ein Prozess der Unbeständigkeit ist. Ganz allmählich Verständnis zu wecken, das Festhalten gar keinen Sinn macht, wo es nichts festzuhalten gibt. Weiter achtsam ein- und ausatmen. Beobachten wir gleichmütig alle körperlichen und geistigen Prozesse. Sie unhaltsam sich verändern und auflösen. Und überprüfen ganz für uns selbst immer wieder, fühlt es sich an, wenn ich mich einmische, die angenehmen Dinge trotzdem irgendwie fixieren möchte, die unangenehmen beim Verschwinden noch beschleunigen möchte. Wie fühlt es sich an, wenn wir alles verlangen,
etwas zu genießen, etwas zu sein, etwas loszuwerden, alles Verlangen einmal fallen lassen, die Unbeständigkeit geschehen lassen.
Danke fürs Mitmeditieren und wer noch Zeit und Lust hat, in 5 Minuten geht es weiter mit der Lehrerinnenbesprechung. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal.